Jo, Leute, wir haben es rausgefunden. Und zwar kommen, wenn man hier auf der Seite, da gibt es was zum Abfackeln, da kommen dann auf beiden Seiten kommen sich hier Blöcke runter. Und mit dem Magnetmodul ist es ein leichtes, die zu unseren Gunsten zu bewegen. Hoffe ich zumindest mal. Okay, ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen versaut. Kann das sein? Ja, ist das noch möglich? Und zwar muss man hier nämlich die Flammen dann abdecken. Okay, hätte noch ein bisschen nach hinten müssen. Ach, ich verstehe, wie das geht. Mann, bin ich blöd. Wir haben da das Ding runtergelassen. Dann haben wir den Titanen gedreht. Dann ist das Ding rübergeflogen, ja. Hinten durch. So geht es. Und jetzt, was bringt uns der Block? Mal die Kiste. Und sonst was? Vielleicht können wir mit dem die Steintür, jetzt weiß ich ja schon, dass so Stein ist, einschlagen. Nö, können wir nicht. Und das mit den Flammen hat nicht funktioniert. Ja, das weiß ich ja nicht. Was ist, wenn wir den Titan nochmal drehen? Kannst du dann... Können wir dann mit der Tür auch noch was anfangen? Weil eigentlich können wir da dann an der Seite stehen. Und noch immer... Mit dem Magnetmodul. Hey, die Idee ist ziemlich gut. Du hast ja vorhin auch gesagt, mit Teilen kann man selbst dann ebenfalls durchschießen. Warum soll es mit dem Magnetmodul nicht funktionieren? Okay, wir sehen noch nichts. Das bringt irgendwie nichts. Bringt es vielleicht irgendwas, wenn man die Tür hier aufmacht? Oder schwingt die wieder zu? Erstens das, ja. Sieht ja abartig aus. Nee, aber das war nicht die Lösung. Abartig stabil. Ja, weil unter der Treppe geht's nämlich durch, das sehe ich, aber... Weil jetzt ist der Block nämlich wieder weg. Schade. Nur wo könnte es sein? Wir haben eigentlich ja nur so zur Seite gedreht. Ja, ja, ich meine, er ist von den Flammen weg, da ist er eh. Ich verstehe nicht ganz, was man hier tun soll. Vor allem Link zielt immer noch wie ein Behinderter. Kein Scherz jetzt. Ich meine, was wir probieren könnten, aber ich glaube nicht, dass es geht. Und wenn das funktioniert, fräse ich einen Besen. So einfach die Fackel durchwirfst? Ja.
kannst du nicht einen normalen Holzpfeil vielleicht auch mit dem blauen Feuer anzünden, ne? Und dann durchschießen? Ich hasse dich. Ich hab einmal mitgedacht. Fühl dich. Ich muss hier auch schon langsam zum Zelda-Spieler. Schön. Ja, weil hier haben wir den nämlich runtergeschossen. So, und jetzt den virales Sturm verwenden. Ist das jetzt eine Art Glitch? Joa. Ninja Link! Nimmt meine Ausdauer eigentlich ab? Ja. Probieren wir es noch einmal. Ich meine, ich könnte es. Oder kannst du vielleicht kurz durch die Flammen durchlaufen ohne. Ja. Nein. Warum bin ich eigentlich so dämlich? Was wetten wir drauf, wenn ich es dir jetzt verrate, bist du ziemlich belustigt, wie es geht. Die Flammen stechen nach oben. Wir müssen aber das hin. Er hat schon geschnallt, wie es geht. Okay, wir müssen den Titanen drehen. Warte, stehen wir richtig? Nein. Jetzt. Ja, jetzt. Ich habe übrigens wieder den Controller übernommen. Ja, ich wollte nur rausfinden, wie es geht, weil man kommt da nicht rein. Auf einmal kommt der mit dem Feuerpfeil. Es geht, ja! Ah, wieder zurückdrehen. Die Dan hat auch seinen Spaß mit uns. Wir stören dann die ganze Zeit. Während er sich doch dreht. Sauber! Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Jetzt schmeiß noch die Steuerungseinheit an. Siehst du auf deiner Karte einen großen leuchtenden Punkt? Da musst du hin. Aber bleib wachsam, Bruder. Genau dort musst du hin, aber nicht aktivieren, ich komme gleich wieder. Okay, also muss ich da wieder auf der Außenseite ganz oben hin. Also auf dem Titanen drauf. Wo auch immer der Punkt ist, ich weiß nicht. Okay. So, jetzt ist er gegangen. Das ist unser einziger Anhaltspunkt. Dann schauen wir mal. Vielleicht müssen wir wirklich nach oben. Wäre praktisch. Wow, wir fangen schon wieder Feuer, warte. Warte. Jetzt müssen wir. Ist das jetzt der Bogen oder? Was fängt denn da vor? Das sind die Pfeile einfach nur. Okay. Ja, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Achso, ist es die Fackel? Bleib da, Fackel. Brauchen die. Ja, jetzt haben wir nichts mehr ausgerüstet. Was ist das? Schild? Ich glaube, das ist Master Schwert. Master Sword. Mir gar nicht so unangebracht, weil ich danach zu kämpfen habe. Dann wären wir eigentlich schon beim Punkt da, das müsste es sein. Jetzt. Jetzt sollte ich mich vielleicht zuvor noch heilen, bevor ich irgendwas anfange. So. Haut einfach das Kochobst rein und fertig. Okay. Oh, falsch gesetzt. Er hat 4 Feen. Warte, haben wir vielleicht noch irgendwelche Äpfel oder sowas zum Aufbrauchen? Ja. Müsstest du noch haben. Da. Ein einzelnes Kochobst, das kannst du auch essen, wenn du willst. Ich möchte nur schauen, dass ich so gut es geht voll bin. Genau. Hier sind nichts mehr. Hier sind keine halt. Oh ja. Du musst nicht immer so nach links gehen, gell? Stimmt, ich kann auch so gehen. Da, Apfel. Essen. Und jetzt nehmen wir mal die Eich.
Weil jetzt hast du nicht um ein halbes Herz zu viel geheilt. Egal. Warum? Nein, du hattest nur ein Viertelherz offen. Ach so. Egal, untersuchen. Untersuchen. Ach. Gerade eben musste ich auch noch ein bisschen rauswinden. Hat sich mit der Fackel zu kämpfen überziehen. Das Land ist jetzt wieder draußen. Ich meine, im Eifer des Gefechts kann gut sein, dass ich ein bisschen was von der Steuerung. Ja, jetzt kriegst du den Brandtitan, also den. Der steht eh gleich da. Mit L. Sieh die Gegner an, oder? Und mit ZL. ZL. Der Peiniger des Titanen. Ja, er wird wahrscheinlich mit Flammen nach dir schießen. Dieses Monster hat Ganon vor 100 Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt. Aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Mach es fertig! Mit Pfeilen aufs Auge schießen. Okay, das haben wir schon, sind wir schon gewohnt. Okay, warte. Dich von diesem riesigen Schwert in Acht. Zurück. Jetzt angreifen, wenn er so macht. Wenn er so macht. Vorsicht. Streuschuss. Wenn er sowas macht, wegrennen. Rennen mit B. Mhm. Du kannst ihn eben mit dem Bogen abschießen. Wenn er so betäubt ist, kannst du auch zu ihm hinrennen. Ich führe die Kämpfe. Warte kurz, lass ihn angreifen. Spring zur Seite. Nicht das hinten, zur Seite. Und dann kannst du ihn mit dem Schwert angreifen, wenn er so zuschlägt. Dann renn zu ihm und renn zur Seite. Renn weg! Ja, so geht's auch. Den gehst du langsam, wenn er zur Seite schwingt. Jetzt zurück! Einfach immer aufs Auge. Mhm. Wow. So kann das weitergehen. Bombenpfeile bringen nichts im Übrigen, weil du die explodieren vor deiner Nase. Jetzt schnell gerade ran mit Pferd. Ja, das war gut. Das war jetzt gut, ja? Das hatte Style. Ja, aufs Auge zielen. Letzte Zeit habe ich auch wieder angefangen, Dark Souls zu spielen. Ich glaube, das war eine gute Vorbereitung für sowas. Also den ersten Teil. Vorsicht. Ja, das war gut. Ich habe ja genügend Pfeile für dich, Geo. Warte kurz, er beamt sich nur. Hinter dir! Zur Seite! Wenn er nach oben ausholt, dann schlägt er. Jetzt schnell greif ihn an! Ja, passt schon. Boah. Nicht ducken. Ja, ich möchte mich auch nicht ducken, aber die Steuerung ist ein bisschen. Also, die Switch ist etwas sehr sensibel. Du drückst den Controller auch rein. Jetzt, dann kannst du ihn wieder angreifen. Genau. Immer so weiter. Er wird irgendwann eingehen. Heftiger Endboss, ne? Ja. Bis jetzt geht's noch. Ich habe gedacht, dass sie mich. Zur Seite. Und jetzt greif ihn an. Nee. Jetzt ändert er seine Taktik vermutlich. Jetzt kehrt er mal zur Steuerkonsole zurück. Aha. Okay. Pass auf seine Feuerbälle auf! Die sind brandgefährlich! Heilig, oder? Ist eine sehr gute Idee. Mal mit Melonen, oder? Oder irgendwas anderem. Oder was Leichtem. Nein, das ist zu groß. Warum? Ja, das geht. Heil dich mit dem. Passt schon. Raus. Ich nehme lieber noch einen Apfel. Oder zwei. Ja, drei Äpfel kannst du nehmen. Perfekt geheilt. Okay, vielleicht soll ich mich hinter der Säule da verstecken, ne? Ja. Und abwarten, was er tut. Beobachte ihn vielleicht durch so eine Art Spalt. Wow! Nichts passiert, nicht getroffen. Hinter dir. Du musst mal schauen, beobachte ihn, bevor er den Feuerball schießt. Ob der irgendwann weggeht.
ob man ihn irgendwann treffen kann. Okay, tschüss. Sieht nicht so aus. Jetzt ist nämlich die Frage, wie besiegst du ihn? Ich kann mal einfach nur reinschließen, vielleicht gibt es irgendwelche Schwachstellen. Nö, anscheinend nicht. Gibt es irgendwelche Pfeile, die ich da einsetzen kann? Und nö. Du kannst es mit Feuerpfeile probieren. Elektropfeil. Du kannst es mit dem Eispfeil probieren, wenn du willst, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Nicht! Autsch. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine... Aber warte mal, ich glaube, das ist wie bei Ganon. Das ist... Warte kurz, Ziel auf ihn. Mhm. Probier's mal. Darf ich mal was probieren? Mhm. Ich werde mal kurz probieren, ob das sich vielleicht... wo steuert der denn hin? Ob sich das vielleicht so... steuern lässt. Zurücksteuern kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht lieber nochmal heilen. Mhm. Ich bin ja der Pilz-Fan. I loving mushrooms. Ja, jetzt kann ich ihm seine Feuerkugel nämlich auch anders zerschlitzen. Das ist der Laser, den man. Normale Angriffe bewirken jetzt nichts. Okay. Vorzeitig zur Explosion geflogen. Vielleicht mit Bomben oder so? Ja. Voll! Ah! Was wirst du? Ich stelle es nicht vor, das ist natürlich jetzt. Das ist der zuerst den Feuerball. Aufhalten und dann zurückschießen. Ich hoffe, das ist. Nö, tut's nicht! Weh. Gut entkommen. Boah! Aber oder vielleicht das kann das ich. Eis. Na gut, das ist nicht. Ich kann es ihn anhalten. Das ist nicht dabei. Ich gehe jetzt mal hinter der Säule in Deckung. Es zieht sogar trotzdem was ab. Habe ich noch die Steuerung über den Titanen? Nö. Hä? Ah. Einmal. Wofür ist das denn da? Also. Wie besiegt man den bitte? Hm. Mit dem Eismodul wird es nicht sein, aber. Wir müssen alles ausprobieren. Soll ich die vielleicht vor seiner Nase zerschießen? Ha? Okay. Mach sie nur reden. Ich habe aber eine andere Idee auch noch. Sein Schwert liegt wieder frei. Aber bringt mir der Angriff selbst ja gar nichts. Siehst du, was er macht, bevor er einen Feuerball wirft? Ja, legt sich auf. Man könnte vielleicht erahnen, dass das seine Schwachstelle ist. Seine Warte kurz. Aber da können wir eigentlich auch nichts machen. Bevor er einen Feuerball wirft. Verstehe ich nicht. Zieh mal aufs Auge vielleicht. Ja, jetzt zieht er sowieso mehr Meilen weit daneben. Aber was meinte er? Sieh, was er macht, vor allem.
Er zieht alles zu sich in der Umgebung. Vielleicht Bombe! Eine Bombe, ja, eine Bombe platzieren und die zieht dann zu sich und das. Das wäre eine Idee, ja. Weil er zieht nicht nur die Kraft des Feuers zu sich, sondern auch die ganzen Steine, die um ihn. Okay. Also, dass die Bombe fliegt, das. Ah! Bingo! Was ist mein Tag der Idee? Boah, das ist zweite. Ja, du kannst das zweite Mal übernehmen. Also so, das war schon fies, die Idee. Warte. Feuer. Wo ist er? Vorsicht, er zielt mit dem. Oh, oh, oh. Renn weg. Und jetzt warte ab. Ah. Er geht wieder auf die andere Taktik zurück, schießt ihm ins Auge. Ich habe ihn mit dem Dings. Ah. Schieß ihm wieder ins Auge. Oh. Ja. Ha! Duck dich nicht hin! Dafür haben wir keine Zeit. Jetzt! Okay, nein. Jetzt weit oben. Warte, lieber wieder rein. Naja, so viel kann er dir nicht abziehen, du hast immer noch Reserveeinheiten. Trotzdem. Hau ihn! Wenn er sowas macht. Wow! Was war das? Ja, der Feuerstrom macht einen Aufwind. Komm schon, Alter, den musst du besiegen. Schnell. Schau, wo er hinkommt. Wo zielst du hin? Na, ich versuche ihn ausfindig zu machen. Er ist hinter dir. Das ist nicht so gut. Wo bist du? Du kannst ihn am Schein erkennen, da, wo er hingeht. Das bist nur du. Okay, gut. Du kannst ihn am Schein eh erkennen. Das ist deine Chance, Bruder! Super. Heilig. Das sieht schlecht aus. Jetzt bin ich ein wenig übermütig. Ja, man sieht's. Heilig mit dem, ja. Schmarbraten. Passt schon. Sollte reichen. Schauen wir mal. Ziel halt weiter auf sein Auge. Mach's halt mit Pfeilen, wenn es sein muss. Immer weiter auf ihn schießen, nur auf ihn schießen, nicht angreifen. Nochmal. Egal. Und weiter. Setz den Todesschlag an. Wo zielst du hin? Na geht doch! Hat irgendwie doch funktioniert. Jetzt wird's interessant. Ein Herzcontainer. Die Flammen verschwinden. Der letzte von allen, den wir durch einen Titanen bekommen. Im nächsten Part werden wir den Titanen reaktivieren. Herzcontainer. Schnapp ihn dir. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht, erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Bling! Ich verstehe das sowieso nicht. Normalerweise hat man 10 Herzen in einer Reihe. Das sind schon ein bisschen mehr. Ja. Das sind ungefähr 2. Nein, noch nicht aktivieren. Wir machen das erst im nächsten Part. Habe die Reihe Gamer Engineers.